Jo Leute, hier ist wieder euer GGC Quickscope und bei mir, so wie jedes Mal, unser Clanleader GGC Snipemare. Hallo Leute, ich begrüße euch zu unserem Top 15 MEG Video, halt als 200 Abo Special. Ich will jetzt hier nicht lange rumreden, fangen wir am besten gleich an. Ja, das stimmt. Platz 15 ist von FFL Legacy gegen ein Team von GGC. Dort wird Progamer mit einem Schuss in den Körper aus dem Art ebenfalls GGC Snipemare. Dann trifft er auf Hypnotix, der ihm One-Shot macht, jedoch bekommt er ihn trotzdem noch zur Extermination. Platz 14 ist von Eternal Raytech auf Zealot. Dort sprayt er etwas mit der DMA, kriegt ihn trotzdem noch down. Sieht die beiden Gegner hocken beim Objective, nimmt den Nadelander zum Double Kill. Dort ist der Last Man alive. Er killt ihn zum Triple Kill, Extermination und plantet dann noch die Bombe. Sehr nice. Platz 13 ist von TI It's Music. Hier sieht er den ersten durch den blauen Lift fliegen. Fliegt ihm direkt hinterher, flankiert ihn somit von hinten, ebenfalls den anderen. Dann mit der Hilfe seines Teampartners kriegt er den Triple Kill und den Overkill auch. Platz 12 ist von Flake auf Zealot. Zwei Gegner kommen One-Shot an, er DMA'd sie schön aus. Geht zu Top Gold, nimmt die frisch gepickte Sniper, sieht sie Bottom Red spawn und schöner Double Kill zur Extermination. Platz 11 ist von Limited auf Sanctuary. Dort kriegt den ersten Kill zum Massaker. Schöner Quickscope Double Kill in die Rocks. Wartet, bis er dort vorkommt. Da sieht er sie und 2 for 1 zur Extermination. Platz 10 ist von Eternal Stormy auf Countdown. Dort schießt der Preis den ersten an und Team Artin dann auch. Wirft eine Lucky Nate, die zum Triple Kill führt und Team Art an den hässlichen Typen mit Custom aus zum Overkill. Platz 9 ist von Nürz. Hier geht er den Jump Up hinauf. Und wen sieht er dort? UN7 wird von hinten gepuncht. Die beiden anderen DMA der easy aus, ebenfalls den vierten zur Extermination. Und was ist das? Sibo quitt! Sibo ist ein Noob! Sibo ist ein Noob! Sibo ist ein Noob! Platz 8 ist von Fantasy. Hier auf Sanctuary. Dort DMA der den ersten aus. Pickt, nimmt die Sniper. Schöner Double Kill. Guckt in die Rocks. Dort ist der Triple Kill. Er sucht nach dem Overkill. Dort ist er und Overkill Extermination. Platz 7 ist von ILQ I Hide. Hier mal wieder auf Sanctuary. DMA hat er den ersten aus zum Killing Spree. Strafed ein wenig und DMA hat den zweiten auch zum Double Kill. Pickt die Snipe. Schöner Quickscope zum Triple Kill. War auf den Overkill und da ist der Overkill Extermination. Aber das war noch nicht alles. Wir geben euch natürlich noch ein kleines Sahnehäubchen. Und da ist der Quickscope. Platz 6 ist von Vinny Vintages auf Sanctuary. Dort sieht den ersten an sich vorbeirennen, nimmt die DMA. DMA hat ihn aus, neben ihm steht Crazy. Der bekommt einen Beatdown, er pickt die Sniper, sieht sie im Courtyard spawnen, macht den schönen Triple Kill, sieht den S2 gehen. Und dort ist die Overkill Extermination. Dort probiert er den Killtag und leider ein Choke. Und dort kommt Crazy und T-Bagt ihn. Platz 5 ist von Biohazard auf Countdown Flag. Verteidigt hier schön die Flag, indem er zwei aus ihm hat. Pickt die DMA, den ersten. Und der zweite ist weak, geht zur Corner. Und Quickscope zum Overkill Extermination. Kommen wir nun zum Countdown Extra von Flake. Hier der 3-for-1 mit der Rockets. Dort kommt der Overkill. Er schießt leider etwas daneben. Choked ein kleines bisschen. Verliert nicht nur das DMA-Duell, sondern auch die Rockets und die Exterm und die Flag. Sehr gut. Platz 4 ist von I2 Dizzy auf Sanctuary. Er hat hier die Snipe, 2 Quick Shots für den ersten Kill, dann ein Headshot in den Ring 2 rein. Er scoped zum Battlefield, kriegt auch den Triple Kill, er sieht den Overkill und macht ihn auch noch. Dann dort kommt noch einer zum Battlefield. Ah, nein, das war leider etwas zu spät. Da wäre schon die Sechsfache gewesen. Leider etwas daneben geschossen, schade. Platz 3 ist von RBI Silks on Sanctuary. Hier macht er erstmal den ersten schön mit der DMA. Schöner Quickscope zum Double Kill. Dann sieht er sie bei der Snipe. Schöner Triple Kill. Er sucht den Overkill und das ist er auch. Und was für ein Quickscope zum Overkill. Platz 2 ist erneut von Nuitz auf Sanctuary. Er killt den ersten mit der Sniper. Da sieht er die beiden kommen. Sick No-Scope zum Double Kill. Und ebenfalls ein Sick No-Scope zum Triple Kill. Er guckt in den Rocks, sieht den Overkill und Killing Frenzy. Kommen wir zu unserem heutigen Platz 1 von Fantasy. Hier wird der erste mit einem Bloodshot gesniped. Er sieht den zweiten kommen. 2 Quick Shots zum Double Kill. Er sieht sie bei der Flag crouchen. What for a Quick Scope. Und das ist der Overkill Extermination. Er läuft weiter.
Und Back-to-Back Extermination. I can't believe it. Der Snipe Spawn und schöner Quickscope. Noch ein Quickscope. Und dort ist der Triple Kill zum Killing Frenzy. Ein unglaublicher Platz 1 von Fantasy. So Leute, das war's jetzt auch schon. Vielen Dank, dass ihr unser Video angeschaut habt. Das war unsere Community Top 15. Wenn es euch gefallen hat, bitte liked dieses Video und abonniert uns. Wir freuen uns über jedes Abo. Und vielleicht seid ihr bei der nächsten Community-Montage dabei. GGC FT.